Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Ja, es ist Lus letzter England-Tag. Heute Abend kommt sie nach Hause mit Jussi und dann fährt Jussi morgen weg. Morgen kommt dann Try vorbei und wir werden Aufnahmen machen, Cuphead durchspielen. Ich muss noch mit Try ein bisschen abklären, wie das läuft, wann er genau kommt. Ob wir, wenn er nachmittags kommt, ob wir es dann, vielleicht könnte man es sogar schaffen, Cuphead durchzuspielen, bevor der reguläre Montagsstream anfangen würde. Wenn das nicht hinhaut, dann muss ich den Montagsstream absagen, weil Stream und Spielen gleichzeitig ist, also mit Cuphead ist, das würde funktionieren. Ich habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, wie man das einstellen würde bei OBS, aber das ist mir ehrlich gesagt zu heiß. Wenn das nicht funktioniert oder irgendwas da fehlschlägt, dann habe ich richtig Kacke am Hals. Deswegen, nee. Ja, entweder wird der Stream abgesagt, wenn Try nicht früh genug kommt oder wir es nicht früh genug schaffen. Oder wir schaffen es und dann gucken wir mal, was wir streamen. Genau, das ist der Plan für morgen. Jo, ansonsten, Lou hat der Urlaub, glaube ich, gefallen. Leider ist sie krank geworden. Jetzt auf den letzten Tag noch. Es reißt momentan nicht ab. Ich bin immer noch nicht ganz gesund. Lou ist jetzt wieder krank. Davor war Lou krank und dann wurde ich krank. Und dann war ich gerade so gesund, wurde ich wieder krank. Jetzt wird Lou wieder krank. Und dann werde ich wahrscheinlich von Lou wieder krank. Das ist wirklich gerade ein. Seit Juli ist das ein ewiger Kreislauf. Naja. Ja, aber ansonsten war der Urlaub wohl ganz toll. Und sie haben eine Menge gesehen. Ich habe den Urlaub verbracht, wie ich den Urlaub verbringen wollte, nämlich mit Ruhe. Ich habe alles auf Minimum, beziehungsweise ich habe alles vorher gemacht an Hausarbeit, sodass ich nicht viel zu tun habe. Alleine verursachst du auch nicht viel Hausarbeit. Und ja, habe einfach entspannt. Habe viel Videos geguckt, ich habe gezockt. Gezockt bei weitem nicht so viel, wie ich erhofft habe, weil irgendwie mein Kopf sich dazu nicht bereit erklärt hat. Und jo, ansonsten halt einfach ruhige Zeit gehabt. Und ja, Lou hat jetzt noch anderthalb Wochen Urlaub. Keine Ahnung, ob sie da noch irgendwas vorhat, ich weiß es nicht. Ja, Lus Mutter war da, hat ein riesen Spanien-Paket mitgebracht. Sie war nicht in Spanien, sondern im Lidl. Und die haben die Spanien-Wochen, da hat sie alles Mögliche mitgebracht. Dann, ja, geht jetzt, also, ich weiß nicht genau, wann das alles passieren soll, aber momentan ist die Planung. Lus Eltern wollten unbedingt nochmal in so einen Tierpark hier um die Ecke irgendwo. Und mit Lou zusammen und haben mich gefragt, ob ich mitkomme, weil Lous Vater nicht mehr so gut gehen kann. Der hat Probleme mit beiden Beinen und müsste dann eventuell geschoben werden. Und ob ich das dann machen würde, deswegen komme ich da natürlich mit. Gar kein Thema. Aber also für mich wäre das nichts. Ich mag sowas nicht. Ich mag dieses Zoo, Tierpark, all das. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist nichts für mich. Wenn ich Tiere sehen will, dann bin ich froh, wenn ich irgendwo eins sehe, das in der Wildnis rumläuft. Und dann bin ich zufrieden. Aber ich will mir keine Tiere angucken, die so präsentiert werden, für, damit man durchgehen kann. Das ist einfach. Habe ich nichts von. Aber natürlich gehe ich damit. Ja, und dann ist momentan die Planung. Lus Mutter hat mir gesagt, was sie mir zu Weihnachten schenkt. Und das ist eine Tour nach Thomann. Sie wird gern mit mir zu Thomann fahren. Lou will mitfahren. Und Lus Vater will wohl auch mitfahren. Es gibt da ja auch so ein kleines Museumchen, wo man sich vieles angucken kann. Musikgeschichte angucken kann quasi. Und deswegen würden die da hinfahren. Und ich würde dann im Thomann vermutlich an Reizüberflutung sterben. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie trocken die Tücher sind, weil Lus Mutter erzählt gerne mal ein bisschen mehr, wenn der Tag lang ist, aber sehen wir mal, ob das wirklich stattfindet. Das wäre dann auch schon Ende November, glaube ich, weil im Dezember will sie nicht fahren, das ist zu stressig und das glaube ich auch. Ende November gibt es schon Weihnachtsgeld und ja, gucken wir mal. Ja, und das war es im Großen und Ganzen eigentlich für die Neuheiten, die neuen Dinge, die so am Start, am Stissel sind, sagt man ja.
Jo, ich habe ein bisschen Elex gezockt, ich habe ein bisschen Horizon Zero Dawn gezockt, weil ich habe Horizon Zero Dawn eigentlich nur angefangen, weil mein Rechner so viel rendern und schneiden musste von den ganzen Cuphead-Sachen, dass ich keine Zeit hatte, Elex zu spielen. Und es war ein Fehler, denn Horizon Zero Dawn ist deutlich besser. Naja, es ist halt auch, das ist ein High-Budget-Spiel, AAA. Elex ist von 30 Mann gemacht. Man merkt's. In dem einen steckt aber auch irgendwo mehr Charakter, finde ich. Horizon Zero Dawn, tolles Spiel, macht Spaß. Elex, tolles Spiel, macht Spaß, hat allerdings eine Menge Bugs und Probleme. Ich zum Beispiel kann jetzt, glaube ich, 4 bis 5 Stunden weglöschen von meinen Spielständen und nochmal von vor 5 Stunden anfangen, weil sich mein Savecamp total verwurschtelt hat. Es hat angefangen damit, dass mein Begleiter alles mit One-Hit gekillt hat, was dumm war und ich echt versucht habe, das da wegzu. Ich habe Trainer runtergeladen, damit ich das wegbekomme, weil da kannst du es anschalten. Ich dachte vielleicht, wenn ich es an und dann ausschalte, dann hört das auf. Leider hat das nicht aufgehört. Ich habe den Typ dann weggeschickt, damit er nicht mehr mit mir rumläuft. Das war natürlich auch doof, weil es ist nun mal ein Gameplay-Feature und gerade am Anfang relativ wichtig. Aber es ist halt dumm, wenn er alles auf One-Hit killt, weil dann kann ich durch die Welt rennen, die dicksten Bosse, tot. Das ist doof. Und dann irgendwann, scheinbar weil ich den Trainer benutzt habe, um zu versuchen, das wegzubekommen, mir ist das ewig nicht aufgefallen. Ich habe dann Level-Ups verteilt und irgendwann merke ich, die Punkte gehen nicht weg. Ich kann quasi unendlich Lernpunkte verteilen, nicht Lernpunkte, Erfahrungspunkte verteilen. Okay, das macht jetzt noch weniger Spaß, weil ich will nicht cheaten in dem Spiel, dann habe ich ja auch gar nichts davon. Dann kann ich auch gleich den Trainer anlassen und mich unverwundbar machen. Das ist irgendwie ist ja dann der komplette Reiz des Spiels weg. Also da hat es irgendwie komplett alles zerschossen. Deswegen kann ich jetzt eigentlich wieder 5 Stunden löschen und wieder ja, fast von vorne anfangen. Das nervt. Aber es ist halt jetzt so. Ja, aber dazu hatte ich momentan keinen Nerv, weil es ist halt so viel jetzt passiert in den letzten Tagen mit PC-Mist und den Cuphead war ein Albtraum. Wir haben 4 Stunden Cuphead aufgenommen. Ich habe 12 Stunden die Datei speichern müssen wegen Elgato, weil ich das damit aufnehmen wollte mit der Software von Elgato. Und die muss dann das immer noch mal umspeichern. Sonst kannst du das nicht benutzen. Und das hat 12 Stunden gedauert und dann war die Datei kaputt. Und dann musste ich in der Datei rumbasteln. Dann musste ich sie nochmal abspeichern lassen und dann hat das nochmal 4,5 Stunden gedauert. Und dann konnte ich endlich die Datei rendern. Das waren dann 1,5 Tage für nix, in denen ich dann nur gesessen und gewartet habe. Und ja, dann konnte ich erst anfangen schneiden, dann nochmal rendern. Ja. Ich habe aber den Fehler gefunden, den ich bei Elex gemacht habe, dass das alles so blurry war. Das hat er bei Cuphead nämlich auch probiert. Das ist irgendeine Einstellung bei Vegas, die ein bisschen verrückt spielt. Jetzt, wo ich es weiß, ist es gut. Wenn man es nicht weiß, ist es ganz schön arschig. Naja, gut. So, dann mache ich jetzt nichts, weil es ist noch lange hin, bis Lou kommt und ich habe nichts zu tun gerade. So, Lous Freundin ist gerade weg. Ich habe alles aufgebaut für die Aufnahme nachher. In 3 Stunden kommt Trial vorbei. Und dann geht das los. Ich freue mich drauf. Endlich das Projekt abschließen. Ja, das Headset für Hellnagel, ich wette, warum? Für Hellnagel ist auch schon raus. Wunderbar. Hat auch gut funktioniert. Und jo, momentan hängen wir noch im Voting fest. Voting. Wir hängen in der Entscheidung noch fest, welches Szenario wir spielen werden am 29. Da hat jetzt Alcandor unseren ganzen Berg und Batzen an verschiedenen Szenarios vorgeschlagen. Dann müssen wir uns noch einigen, welches denn dann gespielt wird. Jo. Dementsprechend ist heute erstmal fokussiert Aufnahmetag und eventuell noch Streamtag. Und dann nix. So. Try ist gerade raus. Wir haben Cuphead durchgespielt und fertig aufgenommen. Ich bin die Datei gerade am Umwandeln von OBS zu MP4-Format und ja, werde das dann morgen anfangen zu schneiden, beziehungsweise morgen fertig machen mit Schneiden. Machen wir uns nichts vor. Ich brauche, wenn nicht was ganz Katastrophales dazwischen kommt, nicht länger als einen Tag für so Sachen zu schnibbeln.
zu rendern und hochzuladen. Und dann bin ich mit dem Projekt fertig, Gott sei Dank. Es lief sehr anders, als ich das erwartet habe. Ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt spoilern. Ach, was soll's. Der erste Boss war, oder der Boss, den wir noch nicht fertig hatten von Welt 3, war lächerlich. Ich glaube, im vierten Versuch oder so haben wir ihn gekillt. Ging super schnell. Werde ich gar nicht kürzen, weil, warum? Und dann kamen die beiden letzten Bosse, weil es zwei Bosse sind. Und ja, da haben wir die komplette Zeit verbraten. Wir haben angefangen er kam 16:30, ein bisschen gewurschtel noch, sagen wir mal 17:50 haben wir angefangen und 19:40 waren wir fertig. Die komplette Zeit saß man nur bei den zwei Bossen. Die waren sehr ätzend und vor allen Dingen der letzte Boss, so viel kann ich sagen, ich werde auch definitiv ein bisschen rausschneiden, was wir am Ende gesagt haben, weil ich das so, das ist so ein bisschen sehr hart, weil Frust und das im Affekt und dann sagt man Sachen, die man vielleicht nicht so meint oder eigentlich so meint, aber besser hätte ausdrücken können. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise stehe ich zu der Meinung, es ist eine absolute Schweinerei, das Spiel so rauszubringen, in der Machart, in der Weise, wie es ist und nicht zu patchen, immer noch nicht, ist eine Schweinerei. Der letzte Boss ist im Koop quasi nicht schaffbar, es sei denn, du benutzt Bugs, weil das Spiel selbst verbuggt ist. Sobald du im Koop-Modus bist, kann man ja mal sagen, der letzte Boss ab der zweiten Phase, wenn die zweite Phase losgeht vom letzten Boss, dann muss man in so ein kleines Loch springen und dann kommt man in einen anderen Teil des Levels. Das geht nicht, wenn nur einer von den Leuten lebt im Koop. Dann hängt das Spiel. Dann passiert nichts. Dann bleibt man einfach auf dem Screen und es geht nicht nach unten in den neuen Screen und nichts passiert. Was man machen kann, und das ist es gibt einen Grund dafür, und zwar, weil aus heiterem Himmel plötzlich das Feature reinkommt, dass jemand einem Leben klauen kann, um sich selbst wieder reinzuspawnen, was vorher nicht ging. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das aber nur, wenn Spieler 2 Leben hat und Spieler 1 nicht. Wenn Spieler 1 Leben hat und Spieler 2 nicht, dann funktioniert es nicht. Und das hat sich mehrmals aufgehangen, es hat mehrmals nicht funktioniert. Und das Ding ist, du musst es machen. Wenn, sagen wir mal so, du klaust dem anderen Spieler ein Leben. Und sagen wir es jetzt einfach mal, der andere hat nur ein Leben. Das heißt, du kannst ihm kein Leben klauen. Dann geht es nicht weiter. Dann muss der andere sich automatisch killen, weil er hat keine Chance. Das zum einen, dann wechselt die Phase unten nach der zweiten Phase nicht vernünftig und dieser komplette Bossfight ist ein einziger Haufen Bugs. Ganz übel. Nicht schön, hat keinen Spaß gemacht. Waren beide sehr froh, dass wir das beendet hatten. Und ja, das war's mit Cuphead. Gott sei Dank. Ich hab's schon deinstalliert, instant danach. Ich habe kein Bedürfnis, das jemals nochmal zu spielen. Absolut keins. Ich habe alles gesehen, was ich dazu sehen möchte. Ich habe es gespielt, erlebt. Muss ich nie wieder haben. Es sieht schön aus. Und das ist alles. Und ganz ehrlich, für die Optik hätte mir auch ein Trailer gereicht. So ist es. Gameplay-mäßig war da nämlich nichts los. Aber naja. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hatte Spaß, mit Try ein schweres Koop-Spiel zu spielen. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen dran gehalten hat. Weil Spaß macht, mal so ein bisschen was Herausforderndes in Koop zu spielen. Die meisten Sachen sind ja dann meistens eher simpel und einfach. Naja, okay, ja, das mache ich jetzt noch gerade und dann gucke ich mit Luna ein paar Videos. Ja, das war mal wieder eine super kurze Nacht. Gene hat gerade eben aus irgendeinem Grund voll die Würgerei angefangen. Und es war so laut und klang so abartig, dass ich dermaßen aufgeschreckt bin aus dem Schlaf, weil ich dachte, irgendjemand erstickt hier gerade. Ja, jetzt habe ich einen Sodbrennanfall, weil zu schnell wach geworden und zu viel Stress auf einmal. Und pennen kann ich jetzt sowieso nicht mehr. Also setze ich mich jetzt an den PC und schneide Cuphead. Ja, gestern Nacht noch mit Marco gelabert. Ja, das sieht jetzt nochmal
auf einem ganz anderen Level scheiße aus, denn es ist nicht nur so, dass wir es zeitlich nicht schaffen werden, oder dass er es zeitlich nicht schafft, in der nächsten Zeit zocken zu können, sondern Destiny 2 läuft nicht mal im Ansatz aus seinem System. Das heißt, vor nächstem Jahr, wo hoffentlich irgendwann mal so langsam das Geld eintrudelt, was die Vermieterin ihm noch schuldet, weil da ja so viel schief ging mit der Wohnung, werden wir Destiny 2 nicht spielen. Heute ist der Release-Tag. Habe ich mir anders vorgestellt. Scheiße. Bin ein wenig deprimiert. Naja. Gut, so ist es. Ja, ich setze mich jetzt ans Schneiden von Cuphead und wenn ich damit fertig bin, schneide ich den Block. Und dann war es das für mich. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Block. Bis dahin. Tschüsschen.